Hallo und willkommen zurück zu Teil Nummer 9 meiner Megaserie über Musikproduktion. In diesem Monat nehme ich dich jeden Tag einen Arbeitsschritt mit bei einem Song, den ich produziere. Das heißt, ich arrangiere neu, ich tausche Instrumente aus und im Moment sind wir schon beim Mixing und zeige dir meine Arbeitsweise. Gestern habe ich den Bass gemischt und heute wollen wir die Gitarren mit EQ bearbeiten. Und ich möchte dir zwei einfache Methoden zeigen, wie du Akustikgitarren mit dem Equalizer bearbeiten kannst. Zwei einfache Startpunkte, weil das immer wieder für viel Verwirrung sorgt. Übrigens, wenn du dich für die Arbeit mit dem Equalizer interessierst, wenn du dich nicht wirklich sicher fühlst bei der Arbeit mit dem EQ, dann empfehle ich dir mein PDF mit den 6 Problemfrequenzen, die oft für Ärger im Mix sorgen oder dafür sorgen, dass er mumpfig oder kreischig klingt. Das ist ein PDF, in dem ich dir die 6 Problemfrequenzen ganz genau erkläre und warum sie Ärger im Mix machen. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Das PDF kannst du dir dann einfach runterladen. Und jetzt geht's los. Wir wollen also akustische Gitarren mit EQ bearbeiten. Gestern habe ich den Bass gemacht und da habe ich noch vergessen, dir zu zeigen, wie ich den Bass komprimiere. Das machen wir ganz kurz, das geht schnell und dann gehen wir zu den Akustikgitarren. Nur, dass wir das der Vollständigkeit halber haben. Also mein Bass klingt im Moment so. Genau, so arg viel muss ich da jetzt gar nicht machen. Ich nehme einen Kompressor von Logic selber und ich nehme sehr gerne den VCA, den Studio VCA für Bass. VCA-Kompressoren sind sehr gut für Instrumenten mit vielen Tiefen, also für Low-End, gerade auch, weil sie nicht so schnell reagieren. Und gerade wenn ein Bass so stehende Noten hat, dann ist der wirklich super zur Bearbeitung von Bass. Gut, ich mache es jetzt einfach so, dass ich verschiedene Stellen im Mix anspiele. Und dann versuche, ob ich den Bass noch ein bisschen besser hinkriege, ein bisschen gleichmäßiger einfach. Und ich schalte mal aus und dann an. Also hier siehst du auch sehr schön, das kannst du mit den Augen so ein bisschen mitverfolgen, wenn er diese langen Noten spielt im Refrain, dass ich die einfach gleichmäßiger bekomme oder gleichmäßiger laut bekomme durch die Kompression und dass er nicht so absäuft, diese Sustain-Note hinten im Bass. Das war's jetzt schon, mehr möchte ich da gar nicht machen, weil der Bass klingt so schon gut und jetzt geht es darum, die Gitarren mit Equalizer zu bearbeiten. Heute geht es um die Akustikgitarren. Du musst aber, wenn du mit dem Equalizer arbeitest, natürlich immer alle anderen Instrumente oder das komplette Arrangement auch im Blick haben. Und wir haben jetzt hier die akustischen Gitarren. Wir haben hier 3. Gedoppelt ist die Gitarre hier im Chorus. Und dann habe ich hier noch eine programmiert, eine Funk-Gitarre, so ein bisschen diese paar Licks spielt, so ein Funk-Licks spielt. Und ich möchte dir jetzt einfach 2 Methoden zeigen, also 2 Startpunkte, 2 Herangehensweise, wie du anfangen kannst, akustische Gitarren mit Equalizer zu bearbeiten. Wir hören mal kurz in die Gitarre nochmal rein, hier bei dem Vers. Ich mache die jetzt mal solo und ziehe die in die Mitte. Du kannst einer akustischen Gitarre etwas mehr Wärme und etwas mehr satte Wärme und etwas mehr Bauch, sage ich mal, vom Sound her verleihen, indem du das Low-End anhebst. Das probiere ich jetzt mal als erstes, also bei um die 100 Hertz. Also hört man schon sehr deutlich hier das Ergebnis. Ab 5 bis 10.000 Hertz kannst du mehr vom Anschlagsgeräusch rauskitzeln und auch so ein bisschen mehr Luftigkeit der Gitarre geben. Das probiere ich jetzt auch nochmal. Klingt in diesem Fall jetzt schon wesentlich besser, finde ich. Ich habe es jetzt noch nicht im Kontext gehört. Ich höre es jetzt solo ab, einfach damit du genau auch mal hören kannst, was passiert jetzt bei der EQ-Bearbeitung. Wir hören es gleich nochmal im Kontext ab. Ich möchte dir jetzt noch die zweite Methode zeigen und das ist der gegenteilige Ansatz. Und zwar, indem wir das Low-End massiv absenken. Das wird oft und gern gemacht bei Rhythmus-Akustik-Gitarren, die also nur im Hintergrund durchstrummen sozusagen.
Und hier habe ich den ähnlichen Ansatz schon. Ich werde die Höhen auch nochmal ein bisschen anheben, aber ich werde das Low-End signifikant absenken, sodass wir wirklich sehr wenig Low-End haben, dass es da unten nicht rumrumpelt. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei dieser Gitarre hier jetzt besser funktioniert. Wir machen es gerade nochmal solo, dass du einfach hören kannst, was genau passiert. Also der zweite Ansatz gefällt mir schon wesentlich besser. Was ich jetzt off-camera kurz mache, ist, dass ich diese akustische Gitarre einstelle mit dem Vintage-EQ, also nicht mit dem Channel-EQ. Ich wollte dir nur mal zeigen, dass du besser sehen kannst, was da passiert. Und dann schauen wir uns nochmal das sogenannte komplementäre EQing an. Ich erkläre dir gleich, was das ist. In Ordnung, ich habe jetzt bei der akustischen Gitarre Nummer 1 die Höhen etwas angehoben und ab 5000 Hertz auch nochmal angehoben ein bisschen. Und ich habe hier bei um die 200 nochmal ein bisschen das Bauchige dazugegeben und einen Low-Cut gegeben. Jetzt das komplementäre EQing, das ich dir erklären wollte, bedeutet, dass wenn Instrumente gedoppelt sind, insbesondere dann, wenn sie gedoppelt sind, und das gilt auch nochmal insbesondere für Gitarren, komplementäres EQing bedeutet, dass ich bei der einen Gitarre Frequenzen anhebe, die ich bei der anderen absenke. Das ist besonders dann gut, wenn die Instrumente sehr ähnlich klingen. Und wenn ich jetzt die EQs hier mal abschalte, dann hörst du, dass die Gitarren schon ziemlich gleich klingen. Womöglich war es sogar die gleiche Gitarre, vermute ich mal. Und wenn ich die jetzt ins Stereofeld ziehe, kann es ein bisschen seltsam klingen teilweise. Und teilweise kannst du sogar Phasenprobleme bekommen. Außerdem klingt es nicht so voll, nicht so füllig, wenn die Gitarre genau den gleichen Klang hat, die gedoppelte Gitarre. Deswegen habe ich hier einfach versucht, bei der akustischen Gitarre Nummer 2 genau das Gegenteil zu machen wie bei der ersten. Das heißt, ich habe um 200 abgesenkt, ich habe um 5 kHz abgesenkt und ich habe keinen High Gain zugeschaltet. Und jetzt hören wir uns das mal wieder solo an. Wir hören uns auch gleich nochmal im Mix an, was das für einen Unterschied macht, diese EQ-Bearbeitung hier. Und durch diese Höhenanhebung hörst du auch, dass die Gitarre, also meine akustische Gitarre 1, dass die ein bisschen mehr besser durch den Mix sticht. Das kommt im nächsten Teil bei der Kompression dann noch ein bisschen besser durch. Wir schauen nochmal bei der Akku 3 hier. Unsere letzte akustische Gitarre, die ist hier in den Höhen schon relativ betont, weil es einfach ein virtuelles Instrument ist und ich habe die auch schon so eingespielt, dass da gar nicht viel unten rumrumpelt und ich versuche trotzdem mal ein bisschen anzuheben jetzt auch bei ihr. Also du hörst, wir haben jetzt diese funky Gitarre, ich habe sie nicht lauter gemacht, aber du hörst deutlich mehr diese Höhenanhebung, also diese Strums, und die sollen ja auch hier durchkommen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie bearbeitest du deine Akustikgitarren mit dem Equalizer? Ist dir das jetzt hier eine Hilfe, diese zwei Methoden, einmal Low-End stark absenken, einmal eher den Body anheben, oder machst du das immer ganz anders und nach Gefühl? Das würde mich mal interessieren. Schreib es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Wir machen morgen weiter mit dem Komprimieren der akustischen Gitarren. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Und ich hoffe, ich sehe dich wieder morgen bei Teil Nummer 10.